dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopfball zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn nochmal zeigen. Wie sein Tor, das in diesem Spiel das einzige bleiben sollte und von ihnen auf Platz 3 gewählt wurde, den größten Erfolg des HSV perfekt macht. Den Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Ja, schön ist hier, man sieht also im Vorwege, dass Manikals rechts seine Bahn zieht in der ihm eigenen Geschwindigkeit der Wanderdüne. Dann mit Joshi Groh fast kollidiert, ihn glaube ich noch anpöbelt. Der spielt Felix Magat an, weil irgendwie kein Italiener das ernst nimmt, was der HSV macht. Das war glaube ich in der 7. Minute. Und es war wirklich so, dass wir damals vom Fernseher saßen und es nicht glauben konnten. Aus dem Nichts kam Felix Magat. Und wenn man sich das mal anschaut, so ein paar kleine Dribbelschritte, er hatte eigentlich gar keine Chance. Aber das war der optimale Augenblick, die optimale Idee. Ich hoffe, er wollte es genau so. Und er passte wunderbar. Da oben rechts, ja. Gerade als Hamburgerin erinnere ich mich natürlich nicht nur sehr gern, sondern noch sehr gut an dieses Tor, dieses wunderschöne Tor in Athen gegen Juventus Turin, weil es der krönende Abschluss einer tollen Saison war. Mit der deutschen Meisterschaft und dann dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Also es war fantastisch und die ganze Stadt hat gejubelt und war im Fieber. Das waren ganz große Zeiten für Hamburg, die eben leider doch schon sehr lange zurückliegen. Und der HSV ist Europapokalsieger 1983. Glückwunsch der Hamburger Mannschaft durch ein Tor von Felix Magath.